denn das hier? Ist auch ein bisschen viel, oder? Oh, da brauche ich mein Geschütz, Alter. Das muss mich doch unterstützen. Och, das zählt ja gar nicht als meine Arschgeige. Oh, da sind aber noch einige, die sind ein bisschen kräftiger. Das heißt, da sollte ich mich mal lieber noch zurückhalten. Das ist noch nicht meine Klasse, also da habe ich noch Probleme. Da könnte ich sicherlich einige Probleme bekommen. Weil die sind noch außerhalb. Die sind auch um einige stärker noch als ich. Ja gut, dann ist es so. Aber wir kommen später zurück. Wir kommen später auf jeden Fall zurück. Und werden kleine Dingensen da einnehmen. Das werden wir sowas vom platt machen. Da müssen wir schauen. Vielleicht gibt es da tatsächlich nachher noch eine Mission zu. Das weiß ich nicht genau. Jetzt gucken wir einfach mal hier weiter. Was haben wir hier? Okay. Dadurch, da hinten waren wir ja auch schon überall. Nur quasi hier noch nicht. Was ist das? Das Southern Shelf? Gut, dann würde ich sagen, hier waren wir ja auch schon überall. Gucken wir hier nochmal weiter. Da über die Brücke nachher rüber. Aber vorher, ich meine, da oben waren wir auch schon auf diesem Friedhof oder was auch immer das war. Ich würde sagen, wir gucken uns das hier mal an. So. Dann lass uns doch mal schauen. Ich taste mich so langsam ran, verliere aber dann grundsätzlich mein Schutzschild. Level up. Yay, geilo. Bringt mir jetzt nur gerade nicht viel. Ich habe Nachforschung und es sieht aus, als ob es da draußen jede Menge E-Tech-Waffen für dich gibt. Blaster Rifles, Plasmakanonen, Railguns. Klingt wunderbar gefährlich. Ja, okay. Ist auch scheiße gefährlich. Aber ich weiß nicht, die haben also eine verkackte Streuung. Das fliegt ja nicht mal gerade, das Zeug. Und dann dafür zwei Munition rauszuhauen, das ist echt scheiße. Ja.
Jetzt, Alter, kratz doch mal ab, das gibt's doch nicht. Komm her. Ja, ach nö, jetzt bleibt das Ding da auch noch oben liegen. Gibt's doch nicht. So, bevor wir uns jetzt das kleine Lager mal anschauen, habe ich natürlich Bock, meinen Skillpunkt noch zu vergeben. Schusswaffenschaden, ich sollte glaube ich mal auf Schusswaffenschaden gehen, oder? Hier haben wir Schaden erhöht, deinen Schusswaffenschaden, Bewegungsgeschwindigkeit und Nachladegeschwindigkeit. Ah, ich würde glaube ich hier auf Schusswaffenschaden erstmal gehen, 4%. Wobei, warte mal. Hier steht, das ist das nächste Level Schaden. Aber lass uns erstmal hier auf Schusswaffenschaden gehen. Ja, auf 4% und 3% auf Nahkampfschaden. Das ist doch schon mal was. So, dann gucken wir uns mal weiter hier um. Was erwartet uns hier? Hoffentlich nochmal ausreichend Munition für mein plasmafressendes Gewehr hier. Sehr schön, können wir gleich nochmal nachladen. Ich brauche mehr Munition, mehr Munition. Ja, sobald ich die Quest erledigt habe, werde ich die Waffe dann ablegen, weil in meinen Augen ist sie nicht wirklich rentabel. Oder ich bin halt einfach ein zu schlechter Schütze, das kann natürlich auch sein. Oh. Das ist aber eine lange Treppe. Erstmal gucken, was hier los ist. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Nö. Niemand weiter da. Niemand weiter da. Bis auf zwei Kisten. Einiges an Kohle noch mit einsammeln. Okay. Das war's scheinbar auch. Das ist jetzt aber ein wenig enttäuschend, ganz ehrlich. Da oben aufs Dach komme ich nicht. What? Warum? Ja. Nur ein bisschen Kohle eingesammelt, ne? Ah, jetzt stöhn mal nicht rum hier. So schlecht ist sein Leben nämlich gar nicht. Da ist noch einer. Dich hätten wir ja beinahe vergessen. Aber da können wir auch nichts weiter nehmen. Okay. Okay, okay, okay. Da oben ist noch eine Kiste. Was ist das hier? Oh ja. Wow, fuck. Shit. Was ist das für ein Kollege, Alter? Oh, scheiße, da ist ja noch so ein Spinner. Wow. Thank you.
soll ich den platt machen? Der ist richtig badass. Shit. Hör auf, die Sache anstrengend zu machen. Bist du doof, Alter? Versteck dich nicht hinter deinem scheiß Schild. Kleiner Feigling. Was ein verkackter Feigling, Alter. Ja, da hat dir dein Schild jetzt auch nicht sonderlich geholfen, ne? So eine Arschgeige, Alter. Oh ja, oh, oh, das gefällt Papa. Mh, holla die Waldfee, was macht er denn da? Du bist aber auch eine Sau, das gibt's doch nicht. Also unglaublich. Naja, feier mal deinen Sieg, feier mal deinen Sieg, es sei dir gegönnt. Oh ja, das klatscht. Oh ja, oh ja. Okay, jetzt reicht's. Wir müssen noch ein bisschen looten gehen. Oh, holla die Waldfee. Oh, da einen fetten Ballermann. Brennstoffbehälter. $5. Nein! Ja. Und dann gehen wir nachher da gleich nochmal rüber. Da ist nämlich auch noch irgendwie ein Stützpunkt. An den anderen kommen wir noch nicht ran. Da sind die Leute noch ein bisschen zu groß für. Großes Wow. Was haben wir denn da? Ui. Die müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen gleich. So, was haben wir denn da? Lass uns dann mal gucken. Wir haben hier, puh, da ist die Feuerrate das Einzige, was besser ist. Und hier ist die Genauigkeit das Einzige, was besser ist. Scheiße. Und ich habe gedacht, ich kriege jetzt nochmal richtig ein paar geile Waffen. Aber das kannst du knicken. Die kann ich verkaufen, die Dinger. Bringt mir mehr ein. Naja, es ist, wie es ist. So, dann gucken wir mal. Hier kommen wir noch nicht hin, die sind noch zu stark. Aber ich fahre jetzt einmal hier. Ah, da komme ich zum Frostburn Canyon. Da muss ich doch auch irgendwie hin, ne? Ja, Jagd auf den Firehawk beim Frostburn Canyon. Genau, das heißt, ich fahre hier einmal hin. Vielleicht komme ich ja hier unten nochmal irgendwie weiter. Schauen wir mal und dann. Ja, werden wir sonst erstmal den Firehawk jagen, ne? Was haltet ihr davon? Finde ich eine gute Sache. Den schnappen wir uns dann als erstes. So, dann lasst uns mal schauen. Gott, was machen die denn immer mit den armen Bewohnern, Alter? Die sind auch immer gefuckt, ne? Die einfachen Bewohner. Der kleine Mann, immer. Kleine Mann ist immer und ständig der Arsch. Ah, dann lass uns doch mal schauen, was hier los ist. Ja.
kriege, ich bin ja schon zufrieden. Jetzt lauft mir nicht vor die Flinte, Alter, ihr Säcke. Ah, scheiße, jetzt geht mir natürlich die Muni aus. Kacke. Keine Muni mehr. Passiert. Ja, kann ich nicht verwenden, weil ich keine Muni habe, du Affe. Ah, jetzt verstehe ich, da brauche ich andere Waffen. Schon aufs Einsammeln. Ah, ich glaube, da sind aber trotzdem noch ein paar. Guck irgendwie mal. Hallo? Klopf, klopf. Oh ja. Das scheint, genau die brauche ich. Genau die Muni brauche ich. Komm zu Papa. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, eine Überraschungskiste. Yay. Also die meine ich jetzt nicht. Aber hier, das geile Ding. Ja, leider nicht die Munition, die ich brauche. Oh, das Geld nehmen wir mit. Das war bestimmt die Bierkasse. Oh, wo geht's denn da hin? Ach, da geht's zum Frostburn Canyon. Zum Firehawk. Da versteckt sich ja auch noch einiges an Kohle drin. Holla. Ulla, ulla. What the fuck? Mir nichts. Verdammter Spinner, Alter. Echt. Hoffentlich ist da noch einiges an Muni drin. Oh ja. Kommt zu Papa. Also hier kannst du auf jeden Fall einen Haufen Munition gebrauchen. Bei den ganzen Gefahren, die hier lauern. Theoretisch müsste ich auch da hinten noch mal schauen. Das würde mich ja jetzt persönlich noch mal interessieren. Was hier hinten los ist. Könnte ich eigentlich mit meinem Auto nochmal hinfahren?